Neurologen haben neulich herausgefunden, dass das menschliche Gehirn den ersten Satz eines Vortrags gar nicht verarbeiten kann, ihr Penner. Hallo, ich bin Nico, 23 Jahre alt und ich komme aus Versehen. Ich werde häufiger gefragt, warum ich immer nur über Depressionen rede. Ganz einfach, weil man sich an dem Thema ganz gut aufhängen kann. Ja. Wenn man bei YouTube Scheitern eingibt, bin ich der erste Treffer. Ich kann alle meine Beiträge auch auswendig, aber ich tue so, als ob ich ablese, weil ich nicht angeben will. Ich improvisiere jetzt. Dazu bitte ich darum, dass ihr mir ein Wort zuwerft. Danke, es ist das Wort Leerverkäufe gefallen. Ich würde manchmal gerne weniger von der Welt mitbekommen. Wenn ich Nachrichten gucke, dann denke ich immer, Autismus ist doch keine Krankheit, Autismus ist ein Geschenk. Ich kann mich nie konzentrieren, ich kann mich auch nicht entscheiden. Worum geht's hier im Leben eigentlich? Was ist die entscheidende Frage? Mir ist die Sache mit der Finanzkrise peinlich. Entschuldigung. Ich verstehe nichts, keine Ahnung von Wirtschaft und manchmal denke ich auch einfach, vielleicht lautet die entscheidende Frage, lohnt sich gesellschaftliches Engagement? Glaube ich an die Menschheit oder lasse ich mich von Dingen wie Fukushima, dem Afghanistan-Krieg oder Angela Merkel im Allgemeinen entmutigen? Man merkt die Steigerung. Der Mensch registriert in der Sekunde 11 Millionen Sinneswahrnehmungen. Wer hat das gezählt? Mir geht das alles zu schnell. Ein Gedanke passt nicht zum anderen. Neulich war ich im Park und habe da ein Parkverbotsschild gesehen. Das hat mich fertig gemacht. Kumpel von mir sagt immer, dass ich auch mal zwischen den Zeilen lesen soll. Da steht aber gar nichts. Ich fühle mich so oft überfordert und allein. Wisst ihr, wie oft das Wort Liebe im Grundgesetz steht? Einmal im Wort Kriegshinterbliebenen. Es gibt so viel, das will man gar nicht wissen. In meiner Heimatstadt gibt es bei Beerdigungen den Brauch, dass die Witwe einen Blumenstrauß hinter sich wirft. Der, der den Strauß fängt, stirbt als nächstes. Was ist wirklich wichtig? Wie sortiert man alle seine Gedanken und wie findet man eine befriedigende Antwort? Ich so neulich beim Kiosk. Ich hätte gern den Riegel mit dem Löwen. Der Verkäufer leihen, ich, nee, kaufen. Das ist ein Wortspiel. Ich bin jetzt auch bei Facebook. Ich habe mich einfach keinem genannt. Wenn ich dann gefällt mir klicke, steht da, keinem gefällt das. Hat eigentlich noch irgendjemand Fragen? Was? Hast du schon mal einen Schnitzel durch den Wald laufen sehen? Nein? Guck, so schnell sind die. Es ist ja kein Desinteresse. Seit 10 Jahren überlege ich, wie ich mich engagieren kann. In eine Partei gehen? Aber ernsthaft. Ich würde so gern was tun, nur was? Mich nervt die Folgenlosigkeit. Erst diskutiert man wieder über die Weltprobleme, dann sind sich alle einig, dass unbedingt etwas getan werden muss und dann isst man doch nur sein Steak. Ich kenne ein Paar, das ist neulich dazu übergegangen, sich gegenseitig mit Treuepunkten zu belohnen. Man müsste sich nur mal auf ein Thema festlegen und dann könnte man die Welt ändern. Es darf nur nichts dazwischen kommen. Andere sagen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage, aber sie stirbt. Vielen Dank.
Semsrott. Merken Sie sich bitte diesen Namen. So lustig kann traurige Comedy sein. Ja? Alle Informationen und Termine von Nico Semsrott finden Sie unter nicosemsrott.de. Ja, das hat er übrigens auch erfunden hier. Das ist eine Erfindung von Nico Semsrott. Das sind Unglückskekse. Ja, können wir mal einfach, machen wir einfach mal einen auf, ohne ups, zu wissen, was drin ist. So, dann gucken wir mal, was hier steht hier drauf. Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast du es hinter dir, zum Beispiel. Ja. Die kann man schon essen, oder? Das ist echt zum Essen. Das schmeckt aber so echt. Also erstmal in China anfertigen lassen. In der gleichen Firma, die das Alpno-Ho machen. Guck mal, was hier drin. Jetzt kommt der Hammer. Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast du es hinter dir. Auch nicht schlecht. Ist das wirklich? Ja, aber das Gleiche. Ist ja klar, dass er nicht 500 Mal der gleiche Spruch, der andere Spruch drauf ist, aber wird doch noch ein anderer Spruch drauf sein, oder? Immer der gleiche Spruch drin. Das ist doch ziemlich. Der Vortrag war gut. Und dann? Achso, hier, das haben wir eben schon gehört. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja, alles Weisheiten. Guck mal, einen müssen wir noch rauskriegen, den wir noch nicht kennen, oder? Ah! Alles verkrümelt hier. So. Freude ist nur ein Mangel an Informationen. Ist auch nicht schlecht. Noch einen, oder? Komm, einen haben wir noch. Kriegt man die auf Nikos Konzerten dann Auftritten geschenkt, ja? Was haben wir hier? Freude ist nur ein Mangel an Informationen, sagt er. Ein Mangel, komm. So. Ja. Möge dein Leben eines Tages so schön sein, wie du es auf Facebook darstellst. Das ist ordentlich. Ja. Nico Semsrott. Merken Sie den Namen. So.